Ja, und mit diesen... Oh, ja genau, ich bin da. Ja, ich bin wieder da. Geht weiter, ne? Herzlich willkommen hier zurück zu Black and White. Es geht immer noch darum, hier eine Kreatur auszuwählen, mit der wir später spielen werden. Und ich war geschickt und habe die Wahl vermieden. Drum haben die Leute da draußen entschieden. Und nun, liebes Volk, nun müssen wir raffen. Wir spielen nicht mit unserem Affen. Wie wäre es mit dem Affen? Nein. Er ist intelligent und begreift schnell. Och Mann, lass mich doch mein Gedicht aufsagen. Und nun, liebe Leute, hört auch gut zu. Wir spielen auch nicht mit dieser Kuh. Nein, am Ende gibt es nur einen Sieger. Und das ist wieder einmal der Tiger. Guten Tag. Na, wie wär's? Ja, freust du dich? Ja, ihr freut euch auch. Ich weiß, ich soll euch auch nehmen. Aber, ja, ach, Kuh, wir müssen jetzt... Ihr müsst jetzt stark sein, ihr beiden. Ne? Willst du diese Kreatur wirklich? Wenn ja, klicke erneut auf die Kreatur. Nee, ich guck erst nochmal, was sagt er denn, wenn ich hier rüber gehe? Wie wäre es mit der Kuh? Starkes und edles Wesen. Nö. Was? Wieso nehmen wir nicht den tödlichen Tiger? Klicke mit der Aktionstaste auf. Was heißt tödlich? Also ich will ja gar nicht böse sein, ich will ja ein guter sein. Aber ich finde die, oh, der Tiger. Also okay, um es mal genau zu sagen, die Abstimmung hat ergeben, dass die Hälfte, ungefähr die Hälfte der Leute sind doch für den Tiger. Danach kommt die Kuh und zuletzt der Affe. Ich habe früher mal den Tiger gespielt, mal die Kuh. Den Affen habe ich nie gespielt, weil den mein Bruder schon gespielt hat. Und das fand ich dann, nee, das musste dann nicht sein, ne? Die Kuh ist ganz putzig, aber der Tiger ist einfach, ja, ist halt, ja, der guckt immer so aufgeregt. Ne, und da ihr den auch wollt, guten Tag. Oh, das ist aber nett. Nehmen wir den. Tada. Oh, nicht traurig sein, ihr anderen. Ihr kriegt auch noch eure Chance, irgendwann, von jemand anders. Wir haben eine Kreatur gewählt. Braucht gar nicht so zu gucken. Aber er weiß auch nicht, was uns erwartet. Aber schnarchen kann er. Oh, der ist ja klein. Aber schnarcht schon wie ein ganz großer. Das ist das neue Zuhause deiner Kreatur. Im Moment ist sie noch klein. Aber wenn du dich um sie kümmerst, wird sie groß und mächtig. Oh. Deine Kreatur fühlt sich nicht wohl. Ehrlich gesagt hat sie ein wenig Angst. Vielleicht braucht sie ein paar Streicheleinheiten. Das kann natürlich sein. Hätte ich jetzt natürlich auch gerne, wenn ich so eine Kreatur wäre. Bewege mit gedrückter Aktionstaste die Hand, um die Kreatur zu streicheln. Hallo Kreatur? Na? Wie sieht's aus? Jetzt ja! Jetzt kannst du sie streicheln. Halte dazu die Aktionstaste gedrückt. Ja, das magst du, ne? Wenn du deine Kreatur streichelst, fühlt sie sich bestätigt und ist glücklich. Das gefällt dir, ne? Ja, schön. Ja. Ausgezeichnet. Siehst du? Sie fühlt sich schon viel besser. Ja, hallo. Ja, ich freue mich. Aber keine Sorge. Ich komme später wieder. Ich sehe dich doch, Kreatur. Wunderbar. Oh, klingt aber schon wie ein ganz großer, muss ich ja sagen. Ja, wo willst du denn hin? Na nü. Ah, jetzt legst du dich da noch hin. Ja, lass dich angucken. Ja. Oh, du bist ja auch ein kleiner Angeber, ne? Muss ich ja schon sagen. Na, steh mal auf. Nochmal ein bisschen kraulen. Oioioioi. Oioioioi. Oh, das ist toll, ne? Oh. Uiuiui. Man kann natürlich die Kreatur nicht nur kraulen hier, man kann die auch einmal schön aufs Maul. Aber naja, das wollen wir ja nicht, ne? Also man kann die Kreatur loben, man kann sie bestrafen für Dinge, die sie tut oder lernen soll. Und hier ist noch etwas. Eine Schriftrolle. Hey, Sable, die Ausbilderin, hat uns was zu sagen. Ja, das glaubst du. Deine Kreatur ist hungrig. Du solltest ihr etwas zu essen besorgen. Ja, wähl das... die Nahrung aber sorgfältig aus, weil deiner Kreatur nicht alles schmeckt. Meinst du? Das werden wir ja noch herausfinden.
Was möchte sie denn haben? Steht ja nicht dran, ne? Aber wir können hier sehen, ah, sie hat 100% Hunger. Naja, werden wir immer was holen? Ja, ich hol dir da schon was. Was hättest du denn gerne? Na, Fragezeichen. Wusstest du, wenn du möchtest, dass deine Kreatur etwas frisst, streichle ihr den Bauch. Wenn du ihr etwas zu essen gibst, dann wird sie es essen, selbst wenn sie keinen Hunger hat. Ja, können wir unsere Kreatur mästen? Wollen wir gar nicht. Wir können das ja erstmal... Am Strand hinter diesen riesigen Toren findest du eine silberne Schriftrolle. Was? Warum fütterst du deine Kreatur nicht mit etwas Getreide aus dem Lager? Wer läuft da denn rum? Hallo? Na, wer bist du denn? Hier sieht schon ein bisschen größer aus. Oh, 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 bist du traurig? Hallo? Na, lass ich mal angucken. Ja. Huch. Ja, ich glaube, den gucken wir uns später nochmal an. Erstmal müssen wir uns um unsere eigene Kreatur kümmern, die nämlich immer noch Hunger hat. Wir nehmen ein bisschen Getreide. Tiger sind ja eigentlich jetzt nicht so die Getreidefresser. Aber wir versuchen das mal. Bewege die Hand vor deine Kreatur und drücke die Aktionstaste, um sie zu füttern. Ist auch ein bisschen viel, ne? Ah, hier will's haben. Na? Oh, Mampf, Mampf. Das scheint unserem Liebling zu schmecken. Na. Oh. Gib ihr noch mehr zu essen. Ich komme später wieder. Hallo, ja. Ja, hast du fein gemacht. Jetzt können wir dich dafür loben. Eieieiei. Na. Einmal kaputt scheuern hier. Was? Ja, auf die Füße kann man auch, ne? Ja. Wunderbar. Ja, nee, da will ich auch gar nicht hin. Sorry, Alter. Ja, was ist das denn hier? Ja, was ist das denn hier? Na? Na? Da freust du dich, ne? Gucken wir uns das mal genauer an. Oh, staun! Oh! Huch! Das ist toll, ne? Ja. Ja, renn da mal gegen. Na, noch ein Fragezeichen. Das ist das Zuhause deiner Kreatur. Hier fühlt sie sich geborgen. Vielleicht kann man sie sich ja ausborgen. Na gut. Wenn sie sich ausruht, wächst sie schneller. Das kenne ich auch. Ne, früher viel gemacht und so. Vergiss nicht vergiss nicht, einige interessante Spielsachen in das Gehege zu legen. Im Innern des Tempels findest du außerdem viele nützliche Statistiken zu deiner Kreatur. Rede mir nicht dazwischen, du böses Viech. Du böser. Gewissensanteil. Na? Hast du immer noch Hunger? Ne, 6%. Ne, lohnt sich nicht. Weiter geht's. Was gibt's denn noch? Deine Kreatur hat eine eigene Persönlichkeit. Ja, wie man erkennt. Hm? Aber du kannst diese beeinflussen, indem du... Hey, was soll das? Ja, gib's der Alten. Achso, nee. Ja, die will uns doch nur helfen. Kreatur, um derartige Vorfälle zu vermeiden. Alles klar. Ja, ich weiß, du bist da. Das hat mir jetzt aber nicht so gefallen. Ich habe die Aktionstaste über der Kreatur gedrückt, um näher an die Figur heranzuzoomen. Habe ich gemacht. Na und jetzt? Verpasse ihr nun einen Klaps, indem du die Hand schnell von einer Seite zur anderen bewegst. Ja, was kommt denn jetzt? Guck mal, eine Hand, eine Hand, eine Hand, eine Hand. Pam. Pam. Pam, 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 pam. So, genug. Das müsste ihr die Flausen austreiben. Oh. Ich kehre bald zurück. Dann das hast du davon. Mehr über deinen wundersamen und starrsinnigen Liebling. Der ist doch nicht starrsinnig. Der hat Charakter. Oh, aber aufheben kann er den Ball. Und mega weit geworfen. Ja. Naja, immerhin. Na, also man kann halt die Kreatur dressieren, indem man sie belohnt oder bestraft. Man kann ihr auch die Sachen hier hingeben, hinhalten, dass sie die nimmt. Ja. Du sollst ihn halt nicht essen. Nicht den Ball. Unser schöner Ball ist weg. Du hast ihn kaputt gemacht. Damit sollst du spielen. Nicht essen. Mit Essen spielt man nicht. So, du willst noch was Richtiges haben, ne? Wir füttern dich einfach mal mit Getreide. Man kann dich auch mit Fisch oder mit Schafen und Schweinen füttern. Oder auch wahlweise mit Menschen. Aber wir wollen ja nicht so böse sein. Oder zumindest ich nicht. Was gibt's denn da zu lachen? Ich will nicht böse sein. Schaden, 1%. Wo kann das wohl herkommen? Hm. Ja, ist fein gegessen. Will sie uns noch was sagen? Ui. Es wird Zeit für einen Spaziergang.
Dies ist die Leine des Lernens. Klicke auf die Leine und ich erkläre dir, wie du sie verwendest. Alles klar, das machen wir doch direkt. Klicken? Na, klicken. Gut. So rum. Klicke nun auf deine Kreatur. Und tap. Jetzt hast du das kleine Biest unter Kontrolle. Das hoffe ich mal. Du kannst deine Kreatur an der Leine herumführen. Dafür sind Leinen ja meistens da. Siehst du den Baum dort drüben? Mhm. Führe deine Kreatur zu ihm. Klicke mit der Aktionstaste auf den Boden, um schneller zu gehen. Okay, das probieren wir gleich mal aus. Na, gehen? Klick! Oh, da läuft sie hin. Nein. Wie nein? Doch. So, ab zum Baum. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Herzlichen Wusstest Dank. Wusstest du, dass deine Kreatur mit Hilfe einer Leine mit Gegenständen interagieren kann? Nein. Bringen sie dazu, diese Kuh zu packen. Na gut. Bewege die Hand mit der Leine über die Kuh und klicke mit der Aktionstaste. Ja. Ja, mache ich ja. So, Kuh, klicken, zack. Aber nicht essen, ne? Wollen wir denn nett sein? Obwohl, Kuh essen ist ja gut. Nicht verkehrt. Siehst du? Die Leine ist sehr nützlich. Mhm. Warum führst du deine Kreatur nicht Gassi? Sie würde sich sicher freuen. Schüttel deine Hand, wenn du die Leine loslassen willst. Das kriegen wir hin. Man kann die Leine nämlich, also man kann im Prinzip alle Sachen, die man hier anfassen kann, kann man auch wieder loswerden, indem man die Hand einfach seitlich bewegt. Können wir die auch wieder an die Leine nehmen, hier die Kreatur? Ja, ich weiß. Ja, wie ist? Wie geht's dir? Huch. Ja, schön. Ja, bist ganz lieber. Ja. Was ist denn das? Ein Baum, ne? Wunderbar. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben noch eine Schriftrolle. Ah, da läuft sie. Ist das nicht schön? So, loswerden. Und zack. Wir sehen hier unten. Achso, naja. Vielleicht erfahren wir es ja gleich. Ich möchte dir mehr über die Leinen erzählen. Erwähnte ich bereits, dass du die Leine an Objekten befestigen kannst? Nein. Binde deine Kreatur nun an diesen Baum an. Okay. Bewege dazu die Hand mit der Leine über den Baum. So, dann leinen wir sie mal wieder an. Zack. Und doppelklicke mit der Aktionstaste, um die Leine festzubinden. Und hepp. Die Leine ist sehr nützlich. Deine Kreatur ist jetzt an den Baum angebunden. Sie interagiert mit jedem Objekt, an das du sie anbindest. Klicke auf die Leine, solange die Kreatur an einem Objekt angebunden ist, um ihre Länge zu verändern. Was rülpst du jetzt da rum? Es gibt noch zwei andere Leinen. Dies ist die Leine der Aggression. Sie fördert den Zorn deiner Kreatur. Dies hier ist die flauschige Leine des Mitleids. Trägt deine Kreatur diese Leine, ist sie freundlich. Oh, flauschig. Warum experimentierst du nicht mit den Leinen herum? Sie sind außerordentlich nützlich. Das können wir... Du weißt nun ebenso viel über Kreaturen wie ich. Nur noch eines. Es gibt eine Legende über eine uralte Kreatur, die in diesem Land leben soll. Ich habe sie oft gehört, doch nie gesehen. Sie meidet uns Menschen, doch ihr Wissen ist unendlich. Der Tiger ist ja gerade ein bisschen nervig, ne, so im Hintergrund. Ich glaube, die Kreatur haben wir gerade schon gesehen, die alte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Leine zu verwenden. Lies dazu dieses Schild. Wunderbar. Immer gerne Schilder gehabt. Du kannst das Gebiet, in dem sich deine Kreatur an der Leine bewegen darf, eingrenzen. Befestige dazu die Leine zunächst in einem Objekt und klicke anschließend mit der Aktionstaste auf das andere Ende der Leine, um es in die Hand zu nehmen. Ziehe nun die Leine in die gewünschte Länge und klicke anschließend mit der Aktionstaste auf den Boden, um die Länge festzulegen. Möchtest du die ursprüngliche Länge deiner Leine wiederherstellen, klicke mit der Aktionstaste auf das Ende der Leine. Machen wir doch. Leine, ziehen, ziehen, ziehen und loslassen. Jetzt verlängert sich die Leine. Dankeschild. Noch? Nein. So. Ziehen. Leine. Achso. Ziehleine. Ja.